بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ابن عمر der Gefährte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah liebt, dass man seine Erleichterungen annimmt, so wie er liebt, dass man seine Befehle praktiziert. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat dir etwas erlaubt, hat dir etwas erleichtert, dann nimm das. Das ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat dir etwas befohlen, dann mach das für Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah das liebt. Und diese Überlieferung ist bei Ahmed und Ibn Huzaima und Ibn Hibba und das ist sahih. Das heißt, barakallahu fikum, es gibt Erleichterung. Erleichterung. Es gibt Erleichterungen in unserer Religion. Eine Erleichterung kommt immer nach einem Befehl. Es gibt einen Befehl und dann gibt es Erleichterung. Allah liebt von uns, dass wir diese Erleichterung, diese Geschenke annehmen. Und wenn Allah uns was befohlen hat, Allah liebt auch, dass wir diese Befehle praktizieren. Manche Gelehrten sagen, es ist besser, die Geschenke anzunehmen, wenn Allah das erleichtert hat. Andere sagen, nein, das ist gleich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah will für euch die Erleichterung. Und er will nicht für euch das Erschwernis. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Religion erleichtert. Und er hat es uns nicht schwer gemacht, subhanahu wa ta'ala. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, wenn, das, und das ist eine Regel im Islam, wenn es sehr eng für einen Muslim wird, sehr schwer für einen Muslim ist, dann kommt die Erleichterung. Mit dem Erschwernis kommt die Erleichterung in unserer Religion. Das ist genauso, wenn der Weg so eng wird am Ende, dann wird es weit für dich. Und wenn der Weg so weit ist, dann wird er eng. So ist es im Islam. Deshalb, du kannst nicht so alles machen, was du willst, dann machst du Haram. Und nicht alles ist auch verboten, dass du dich nicht bewegen kannst. Und der Maßstab dafür ist der Beweis aus Koran und Sunna. Allah hat uns alles erleichtert in dieser Religion. Die Erleichterung kommt der Erschwernis vor. Das wird eigentlich in unserer Religion, die Erleichterung ist wichtiger als der Befehl an sich selbst oder als die Erschwernisse für eine Person. Und das ist ein Beispiel hier. Allah liebt von uns, wenn er uns ein Geschenk gegeben hat, dass wir das annehmen. Allah hat dir ein Geschenk gegeben. Nimmst du oder nimmst du nicht? Natürlich nimmt man. Manche Gelehrten sagen, das ist aber gleich. Du kannst nehmen und du kannst sagen, nein. Ich mache, was sage ich jetzt, was mehr schwer für mich ist, damit ich auch mehr Lohn bekomme. Warum kommt diese Überlieferung in diesem Zusammenhang? Weil der Autor, rahimahullah ta'ala, der Ansicht ist, dass Verkürzen des Gebets auf der Reise ein Geschenk ist, eine Erleichterung ist. Er ist nicht der Meinung, dass Verkürzen des Gebets auf der Reise Pflicht ist. Und deshalb sagt er das. Diese Überlieferung. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.